Epica XD vs. Didi. Epica XD. Herr Domark war Lehrer in einer kleinen Dorfschule in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Schüler waren allesamt Kinder und Halbstarke aus der Umgebung, denen er ein paar grundsätzliche Dinge beibrachte. Einfache Mathematik, etwas Lesen und Schreiben. Nichts Besonderes. Eine Klasse war es für 5 Tage die Woche. Er bereitete die Schüler nicht auf eine Karriere als Akademiker vor. Er versuchte ihnen nur genug beizubringen, dass sie niemand auf dem Markt übers Ohr hauen konnte. Die Schulregelungen zu diesem Zeitpunkt waren noch sehr locker, insbesondere in den ländlichen Gebieten. Aber wie bei jeder anderen Schule im Land auch, wurde ab und zu überprüft, wie die Verhältnisse stehen. Herr Domark war schon informiert worden, dass der zuständige Prüfer demnächst eintreffen würde. Anscheinend war heute der Tag seines Besuches gekommen, und da der Zug nur 2-mal am Tag fuhr, konnte man auch gut einschätzen, wann er eintreffen würde. Herr Domark machte sich nicht wirklich Sorgen. Vor 5 Jahren hat er die Prüfung ohne Probleme überstanden. Marie, bitte rück dein Kleid nochmal zurecht. Heiko, bitte nimm die Hände aus den Hosentaschen. Wir wollen noch einen guten Eindruck machen, sagte Herr Domark und ließ seinen Blick noch einmal über seine Klasse schweifen. Dann läutete die Türglocke draußen. Der Prüfer. Heiko, bitte mach jetzt. Herr Domark warf der Klasse nochmal einen prüfenden Blick zu, öffnete die Tür zum Flur, schloss sie wieder und ging dann langsam zur Eingangstüre. Das Häuschen bestand aus einem Klassenzimmer, einem winzigen Büro, dem Flur und einer kleinen Toilette. Es war vermutlich eine der kleinsten Dorfschulen der Welt. Er lief weiter und öffnete dem Prüfer die Eingangstür. Einer Frau in den besten Jahren, die breit lächelte. Herr Domark, ist das richtig? Fragte die Frau und Herr Domark nickte, leicht verwirrt eine Frau vor sich zu haben. Normalerweise war er immer von Männern geprüft worden. Mein Name ist Diebler. Marlene Stiebler. Ich komme von... Sie wissen ja von meinem kleinen Besuch. Wie schätzen Sie denn selbst die Lage ein? Er kratzte sich am Kopf. Darauf war er nicht vorbereitet. Gut, gut, sagte er leicht geistesabwesend, immer noch verwirrt über die Frage. Na dann lass ich mich mal überraschen. Laut den Unterlagen ist es ja nur eine Klasse. Aber mein Glückwunsch, es ist wirklich ruhig hier. Damit haben viele Lehrer Probleme. Ich denke, ein bisschen Autorität kann helfen. Sicherlich, sicherlich. Die jungen Lehrer haben ja oft damit zu kämpfen. Herr Domark nickte zustimmend. Ich habe mich etwas gewundert, als man mir mitteilte, hier vorbeizuschauen. Wie sie noch genügend Schüler zusammenbekommen haben, nachdem die Truppen hier eingefallen sind. Soll ja ein Massaker gewesen sein. Herr Domark war verwirrt. Davon wusste er nichts. Höchstens dunkel, ganz weit hinten. Die Prüferin schien einem Gerücht aufgesessen zu sein. Zusammen gingen die beiden den kurzen Gang entlang zum Klassenzimmer. Herr Domark öffnete die Türe und ließ die Prüferin herein. Sie begann mit einer kleinen Begrüßung, brach jedoch mitten im Satz ab und ließ ihren Stapel Papiere fallen. Skelettierte Körper saßen aufrecht auf den Stühlen, den leeren, toten Blick zur Tafel gewandt. Heiko, du solltest doch die Hände aus den Hosentaschen nehmen, sagte Herr Domark, während die Prüferin erstarrte. Didi. Herr Demek war Lehrer an einer kleinen Dorfschule in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Schüler waren allesamt Kinder und Halbstarke aus der Umgebung, denen er ein paar grundsätzliche Dinge beibrachte. Einfache Mathematik, etwas Lesen und Schreiben, nichts Besonderes. Eine Klasse war es, 5 Tage die Woche. Er bereitete die Schüler nicht auf eine Karriere als Akademiker vor. Er versuchte ihnen nur genug beizubringen, dass sie niemand auf dem Markt übers Ohr hauen konnte. Die Schulregelungen waren zu diesem Zeitpunkt noch sehr locker, insbesondere in den ländlichen Gebieten. Aber wie bei jeder anderen Schule im Land auch, wurde ab und zu überprüft, wie die Verhältnisse stehen. Herr Demek war schon informiert worden, dass der zuständige Prüfer demnächst eintreffen würde. Anscheinend war heute der Tag seines Besuches, und da der Zug nur 2-mal am Tag fuhr, konnte man auch gut abschätzen, wann er eintreffen würde. Herr Demek machte sich nicht wirklich Sorgen. Vor 5 Jahren
hatte er die Prüfung ohne Probleme überstanden. Marie, bitte rück dein Kleid nochmal zurecht. Heiko, bitte nimm die Hände aus den Hosentaschen. Wir wollen doch einen guten Eindruck machen, sagte Herr Demmig und ließ seinen Blick noch einmal über seine Klasse schweifen. Dann läutete die Türglocke draußen. Der Prüfer. Heiko, bitte mach jetzt! Herr Demmig warf der Klasse noch einmal einen prüfenden Blick zu, öffnete die Tür zum Flur, schloss sie wieder und ging langsam zur Eingangstüre. Das Häuschen bestand aus einem Klassenzimmer, einem winzigen Büro, dem Flur und einer kleinen Toilette. Es war vermutlich eine der kleinsten Dorfschulen der Welt. Er lief weiter und öffnete dem Prüfer die Eingangstür, einer Frau in den besten Jahren, die breit lächelte. »Herr Demmig, ist das richtig?« fragte die Frau, und Herr Demmig nickte leicht verwirrt, eine Frau vor sich zu haben. Normalerweise war er immer von Männern geprüft worden. »Mein Name ist Stilpler, Marlene Stilpler. Ich komme von... Ach, Sie wissen ja von meinem kleinen Besuch.« Sie machte eine kurze Pause. »Wie schätzen Sie denn die Lage selbst ein?« Er kratzte sich am Kopf. Darauf war er nicht vorbereitet. Gut, sagte er leicht geistesabwesend, immer noch verwirrt über die Frage. »Na dann, ich lass mich mal überraschen. Laut den Unterlagen ist es ja nur eine Klasse. Aber mein Glückwunsch, es ist wirklich ruhig hier. Damit haben ja viele Lehrer Probleme.« »Ja, ich denke, ein bisschen Autorität kann helfen.« »Sicherlich. Die jungen Lehrer haben ja damit oft zu kämpfen.« Herr Demmig nickte zustimmend. »Ich habe mich etwas gewundert, als man mir mitteilte, hier vorbeizuschauen, wie sie noch genug Schüler zusammenbekommen haben. Nachdem die Truppen hier eingefallen sind, soll ja ein Massaker gewesen sein.« Herr Demmig war verwirrt. Davon wusste er nichts. Höchstens dunkel, ganz weit hinten. Die Prüferin schien einem Gerüst aufgesessen zu sein. »Bringen wir es hinter uns. Ich denke, hier wird schon alles korrekt sein.« Zusammen gingen die beiden den kurzen Gang entlang zum Klassenzimmer. Herr Demmig öffnete die Tür und ließ die Prüferin herein. Sie begann mit einer kleinen Begrüßung, brach jedoch mitten im Satz ab und ließ ihren Stapel Papiere fallen. Skelettierte Körper saßen aufgerichtet auf den Stühlen, den leeren, toten Blick zur Tafel gewandt. »Heiko, du sollst doch die Hände aus den Hosentaschen nehmen«, sagte Herr Demmig, während die Prüferin erstarrte. Wer von den beiden war besser? Nur Kommentare mit mindestens einer Begründung werden gewertet.